Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4. 2 Tage sind wieder vergangen und willkommen zu einem Alltag in GTA 5 und heute reden wir wieder über interessante Sachen. Und heute geht es um ein neues, interessantes Thema und ich rede heute über den YouTuber Open Mind. Wenn du ihn nicht kennst, google ihn nachher. Ich erzähle dir aber erstmal, wer das ist. So. Ich dachte, YouTube ist schon bescheuert. Ich dachte, schlimmer geht's nicht auf YouTube. Ich dachte, ja, YouTube ist ja schon schlimm genug. Julian Bam, Katja Krasewitsch, Marcel Scorpion, alle diese YouTube-Idioten, die mit beschissenen Videos Geld machen, Kasse machen. Nee, da gibt es auch noch einen Drogen-YouTuber namens OpenMind, der über MDMA und über Pilze und ihre Wirkungen spricht und ganz offen darüber redet. Oh, das war richtig geil, das war ein richtig geiler Kick und ja, er findet die Sache auch noch cool. Du findest Drogen cool, OpenMind? Sagen, was du bist, du bist ein Junkie. Ja, das einzig Positive, was mich immer ein bisschen beruhigt, was mich auch ein bisschen runterbringt, dass dieser Open Mind, der niemals irgendwo einen Bankjob bekommt, oder was weiß ich, ne? Und das finde ich auch gut. Und das ist auch wichtig so. Und da muss ich auch nochmal ganz klar sagen, Leute, alle, die dieses Video sehen, stellt diesen Open Mind nicht ein, egal wo er einen Job macht, wenn ihr ihn in einer Bewerbung seht. Ab! Weg damit! Rausschmeißen! Solche Leute dürfen keinen Job bekommen. Diese Leute. Er sagt natürlich auch, dass er nicht dazu ermutigt, Drogen zu nehmen. Aber wenn ich ein Video mache, wo ich über MDMA rede, über Drogen, über Pilze, über ihre Wirkung und wie geil diese Wirkung ist, dass sie ihn weggeflasht hat. Meine Fresse, wenn ich das als Kind sehen würde, dann würde ich diese Drogen kaufen, dann würde ich die bestellen. Dieser YouTuber wird nicht in den Himmel kommen. Aber ich denke nicht, dass dieser drogenvollgepumpte YouTuber nicht in den Himmel, überhaupt an Gott glaubt, ne? Weil solche Leute sind nicht unsere Gesellschaft. Solche Leute brauchen wir auch nicht in Deutschland. Solche Leute würde ich rausschmeißen. Die würde ich in ein Flugzeug stecken und nach Syrien schicken. Für immer und ewig. So. So sieht die ganze Situation aus. So etwas Schlimmes zu tun, so etwas Furchtbares zu tun, das erschüttert mich. Ich meine, gut, es gibt so viel Scheiße auf YouTube. Ich sag nur Katja Krasewitsch. Eine YouTuberin, die sich prostituiert, ne? Ich komme nicht mehr klar mit YouTube. Deshalb ist mein Ende jetzt ganz klar und diesmal ist es wirklich, ich möchte nur eins wissen. Wie löscht man einen YouTube-Kanal? Ich habe keine Ahnung davon. Bitte schreibt es mir unten in die Videokommentare, weil dann werde ich das jetzt auch tun. Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit mit euch allen, aber YouTube hat sich noch schlimmer entwickelt, als ich das mir vorgestellt habe. Nein, ich hab's mir anders überlegt, ich höre doch nicht auf mit YouTube. Ich kann euch nicht im Stich lassen. Wenn ich gehe, dann gewinnen die anderen YouTube-Idioten. Das lasse ich nicht zu. Dann gibt es noch schlimmere Sachen als Katja Krasewitsch und Julian Bam und Ducky Geldgeilbi. Nee. Dann gibt es tausende Open Minds. Nein, ich gebe nicht auf. YouTube Gamescom wird weiterkämpfen. Für die Gerechtigkeit und so weiter. Habt ihr noch was richtig Geiles vor, aber das kommt im nächsten Video. Könnt ihr gespannt sein. Haut rein und bis zum nächsten Mal und deabonniert alle diese Geldgeilen und YouTuber vor allem, die über Drogen berichten und ihre Erfahrungen und sie auch noch, ja, positiv umschreiben. Deabo, mehr hilft da nicht. Und meiden. Ciao.